Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie heute bei einer neuen Ausgabe von Sitzungswoche Sprechstunde Politik am Morgen begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Christoph Nitz, ich bin der Gründer von Sitzungswoche, dem unabhängigen Netzwerk für Politik, Wirtschaft und Medien hier in Berlin. Unsere Partner sind die Berliner Wirtschaftsgespräche, BWG, vertreten durch Philipp Horrichs, sowie die ständige Vertretung Steff Berlin, wo wir heute wieder zu Gast sein dürfen. Da vielen Dank an Jörn Brinkmann. Mein Dank geht auch an Harald Grunert vom Steff Konzept- und Lizenzbüro und unserem Sponsor, der Wöllhaff-Gruppe. Wöllhaff betreibt die ständigen Vertretungen am Flughafen BER und am Köln-Bonn-Airport. Hier danke ich besonders Jörg Rösemeyer. Ein wichtiger Kooperationspartner ist der OSI-Club, der Verein der Freundinnen und Freunde des Otto-Suhr-Instituts an der Freien Universität Berlin. Das ist quasi das Alumni-Netzwerk der Politikwissenschaftler hier in der Stadt. Nicht zu vergessen Landau Media und Studio Schiffbauerdamm, dessen Team dafür sorgt, dass wir gute Bilder im Stream und später als Video on Demand bekommen. Hier vielen Dank an Silvia Schulze und das Team und da besonders auch Paula. Nur im Team ist es möglich, seit mehr als 5 Jahren diese Reihe durchzuführen. Für die Vorbereitung danke ich Stefan Stader und Julika Schulze aus unserem Büro und ich begrüße heute Maria Klein-Schmeink, die stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, so ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung der Fraktion. Und sie ist Mitglied im Gesundheitsausschuss und im Ältestenrat des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen. Guten Morgen. So, Sie sind seit 2009 Abgeordneter der Grünen im Deutschen Bundestag und seit November 2020 sind Sie auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie haben Soziologie studiert und engagieren sich schon seit 1986 bei den Grünen in Münster und waren dort auch lange Stadträtin und Fraktionssprecherin im Kommunalparlament. Und im Bundestag waren Sie gesundheitspolitische Sprecherin Ihrer Fraktion. Und Sie setzen sich unter anderem für Prävention und Patientinnenrechte ein. Ich hoffe, das war alles richtig. So, unser Format möchte den, die Abgeordnete einfach näher kennenlernen und nicht nur die üblichen 20 Sekunden oder 1,30 je nach Format eben präsentieren. Und deshalb würde ich gern mit Ihnen so ein bisschen Ihren Werdegang rückwärts wieder aufrufen. Und das Spannende ist ja immer, warum wurden Sie politisiert oder was war so Ihr Initial, dass Sie sagten, okay, ich muss mich engagieren? Ich glaube, mich versteht man am besten, wenn man weiß, ich komme aus dem westlichen Münsterland, bin zweite von 6 Kindern auf einem Bauernhof groß geworden. Einem Bauernhof eher kleinerer Größe und damit auch Teil des Strukturwandels, der bundesweit ja stattgefunden hat. Und damit kannte ich als junges Mädchen einfach wirtschaftliche Sorgen. Ich kannte es, dass man viel arbeitet auf einem Bauernhof. Ich habe beispielsweise selber auch sehr viel gearbeitet, wie jedes andere Geschwisterkind. Und da war schon sehr, sehr wichtig, dass ich in der Schule einen Lehrer hatte, der die soziale Lage zum Thema machte, Chancengerechtigkeit zum Thema machte. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Perspektive, die man einnehmen konnte, wo man nicht das alles nur auf sich selbst beziehen musste, sondern verstehen konnte, warum bestimmte Dinge so sind, warum die Eltern unter Spannung stehen, unter Stress stehen, solche Dinge. Und das hat mich sehr geprägt. Deshalb ist es auch nicht von ungefähr, dass ich Soziologin geworden bin. Sozialwissenschaften war für mich immer das Fach, wo ich einfach für mich Erkenntnisse gewonnen habe. Und ich würde auch sagen, die haben für mein Leben wirklich getragen. Mhm. Und unter anderem gehörte da auch dazu, zu erkennen, wann ist etwas, was geschrieben ist, ideologisch. Woran mache ich das eigentlich fest? Das war zum Beispiel etwas, was wir so als Instrumentenkasten gelernt haben. Und ich finde, wenn man heute mal so guckt, was die AfD so macht, ja, das ist immer noch Handwerkszeug, was man gebrauchen kann. Sehr gut. Sie sind in Dingden, einem Ortsteil der Stadt Hamm-Inkeln, geboren. Die nächste größere Stadt, habe ich mal rausgefunden, ist Bocholt, die man kennen könnte außerhalb Nordrhein-Westfalens.
Und der Ortsname hat verschiedene Schreibweisen im Laufe der Jahrhunderte und ist auch schon seit vielen, vielen Jahrhunderten. Ich glaube, die erste Erwähnung war 1200 oder 1300. Was ich spannend fand, war, dass in allen Schreibweisen des Namens sich der Begriff Ding oder Ting enthielt, was ja in germanischer Zeit die Volksversammlung der Freien und damals waren es nur Männer, wehrhaften Männer, sowie die Gerichtsstätten bezeichnete. Das ist doch eigentlich lustig, in einem Geburtsort, der 7000 Einwohner oder so plus minus hat, dass quasi der im Namen, der Ort trägt den Namen, wo Sie jetzt quasi arbeiten. Finden Sie das auch irgendwie? Ja, das ist eine lustige auch etwas, Parallele? Was ich immer mit Spannung verfolgt habe. Also ich habe immer gerne in die Heimatgeschichte geguckt. Da gibt es auch mittlerweile sehr umfangreiche Forschung. Und ich finde das schon sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dieses ganz Ursprüngliche, da tun sich die Menschen vor Ort zusammen und bestimmen die Geschicke gemeinsam. Und die Tingstätte war ja auch eine Gerichtsstätte, also daher ist der Ort und dann, ich glaube, bei uns im Dorf gab es eine Linde, die da das Symbol auch für war, also wo man sich versammelt hat, auch zu schauen, wie kann ich Recht sprechen, auch das, also wie kann ich für Befriedung von Themen sorgen, auch das war ja etwas sehr Wichtiges und ich finde das tatsächlich einen ganz spannenden Ansatz. Sehr gut. Sie sagten, Sie hätten Soziologie studiert, aber man muss das komplettieren. Zu der damaligen Zeit, um mit einer Magisterprüfung abzuschließen, brauchte man drei Fächer. Sie haben noch Politikwissenschaft und Pädagogik an der wunderschönen Westfälischen Wilhelms-Universität erworben. Und Sie hatten zu Soziologie schon Ihre Beweggründe gesagt. Was hat Sie insgesamt zu dieser Kombination bewogen? Sie müssen ja aktiv das ausgewählt haben. Ja, also es war schon so, ich war seitdem ich 14 Jahre war, sehr stark politisiert. Das hing eben auch mit diesem Lehrer zusammen, der gerade das Thema Chancengerechtigkeit immer in den Vordergrund geschoben hat. Und das hat mir einfach eine neue Sicht eröffnet und deshalb war ich ein politischer Mensch. Habe sehr, sehr viel gelesen. Ich kann mich gut erinnern an etliche Habermas-Schriften, an Oskar Negt und Ähnliches. Also das mit 14, 15 sich auch wirklich anzutun und auch wirklich akribisch. Das war etwas, was mir tatsächlich Einsichten und wie soll man sagen, Orientierung in der Welt gegeben hat. Und das fand ich für mich bereichernd, vielleicht auch, weil die Eltern mit ihren Sorgen, also für solche Dinge, wie stehe ich eigentlich in der Welt außerhalb des Bauernhofes, einfach gar keinen Beitrag leisten konnten in dieser Art und Weise, sondern nur auf der Ebene der Grundwerte. Und ja, das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Sehr schön. Nach Ihrem Studium haben Sie sich in der Erwachsenenbildung 20 Jahre lang betätigt, seit 1990 auch in leitender Funktion. Und Sie haben ehrenamtlich das Sozialpädagogische Bildungswerk Münster, kurz SOBI, dort waren Sie sehr lange aktiv. Und können Sie mir und uns und den Menschen, die uns zuhören, einfach mehr berichten über Ihr Engagement und warum das für Sie immer noch wichtig war und ist, dass Sie dort tätig waren? Ganz grundsätzlich war ja meine Generation, wenn sie studiert hat, und ich hatte erst auf Lehramt studiert, eigentlich hatte sie eine Perspektive danach, arbeitslos zu sein. Es gab ja eine ganz große Akademikerarbeitslosigkeit. Ich hatte erst mal Lehramt studiert, also als Abschlussrichtung, und da war vollkommen klar, du wirst 3 Jahre auf einen Referendarplatz warten und danach bist du trotzdem arbeitslos. Und dann habe ich eben mein Studienziel verändert Richtung Magister, um einfach einen vollständigen Abschluss auch zu haben. Und parallel dazu habe ich mich in einem Kreis bewegt,
die gemeinsam nach Wegen der Erwachsenenbildung gesucht haben. In Nordrhein-Westfalen gibt es ein besonderes Weiterbildungsgesetz, wo man auch als Träger anerkannt werden kann, wenn man erstmal ehrenamtlich viele Stunden geleistet hat. Die können dann anerkannt werden und dann gibt es auch sowas wie hauptamtlichen Stellen, die gefördert werden und auch Unterrichtsstundenvolumen, die gefördert werden. Die bekannteste Form sind ja die Volkshochschulen, aber es gibt sie eben auch in freier Trägerschaft. Und da habe ich gearbeitet, das gemeinsam mit anderen Menschen aufgebaut und habe da lange eben als hauptamtliche Mitarbeiterin gearbeitet. Sehr, sehr lange Zeiten in einem reinen Frauenteam, das immer größer wurde. Also wir haben durchaus auch expandiert und in dem Rahmen aber auch waren wir Teil eines Kulturzentrums, was wir mit aufgebaut haben. Da waren insgesamt Das Kuba mit C, Kultur- und Begegnungsstätte Achtermannstraße. Und in dem gab es verschiedenste Initiativen, unter anderem auch eine Sozialhilfeberatung und eine Arbeitslosenberatung, die mit zu meinem Trägerverein gehörte. Und auch das war ergänzend zur Arbeit in der Erwachsenenbildung ein wichtiger Teil und auch ein logischer Teil, sich da für diejenigen einzusetzen, die eben ohne Arbeit oder ohne Absicherung waren. Und das hat mich dann auch in die Kommunalpolitik geführt. Mhm. Da waren, wenn ich es nachlese, 20 verschiedene Initiativen und Vereine von Kultur, eine Weltarbeit, Erwachsenenbildung und sozialer Beratung, wie Sie ja das letzte gerade erwähnt hatten, aktiv. Was sind Ihre Erinnerungen und was ist Ihnen im Rückblick wichtig und was haben Sie mitgenommen quasi auf Ihrer weiteren beruflichen Reise? Also ich gehörte zu denen, die sehr maßgeblich dieses Kulturzentrum mit aufgebaut haben. Und wenn Sie lesen, da waren 36 Initiativen gleich von Anfang an auch mit drin. Wir haben zwei Renovierungsphasen machen müssen. Wir mussten eine Finanzierung sichern. Und das habe ich mit vorangetrieben. Mhm. Und ich habe diese Treffen, wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Treffen dieser verschiedenen Initiativen moderiert und versucht, daraus auch eine Perspektive zu entwickeln. Und das ist etwas, wovon ich heute immer noch profitiere, also auch in Zusammenhängen, wo jeder Einzelne eigentlich ein bestimmtes Interesse verfolgt, trotzdem eine Gemeinsamkeit herzustellen, auch zu schauen, wie kann das dann auch gelingen und Perspektive bekommen. Das ist etwas, was ich da gelernt habe und das ist ja schon auch eine Mischung zwischen unternehmerischer Fähigkeit, die man dann braucht, weil man braucht auch den Optimismus, das wird gelingen. Ich stecke sehr viel Engagement rein, sehr viel Arbeit, aber ich sehe auch zu, dass das was wird und man eine gewisse Selbstwirksamkeit hat. Und das ist etwas, was ich von der Zeit mitnehme, neben dem, dass wir alle ja eine Orientierung hatten auf Gemeinwohl, auf eine globalere Sicht, dass man nicht nur isoliert ein einzelnes Anliegen verfolgte, sondern das auch in einen Zusammenhang, einen emanzipatorischen Zusammenhang stellt. Wenn ich da jetzt einen Sprung in die Jetztzeit mache, sind Sie der Meinung, dass sich das in den 40 Jahren Zeitspanne, über die wir gerade sprechen, dass sich das zum Negativen inzwischen verändert hat? Also ist inzwischen weniger Gemeinwohl, weniger sich kümmern, weniger Empathie im Raum? Mehr Parzellarinteressen? Also wenn wir so gucken, Ende 80er Jahre und die 90er Jahre, da war das zumindest auch bei den Jugendbewegungen oder bei den jungen Menschen tatsächlich eine, zumindest für mich in Münster wahrnehmbar, aber wir haben ja viele, viele Städte, wo auch die Grünen stark geworden waren, Bielefeld, Aachen, Bonn, ähnliche, ganz ähnliche Bewegungen. Tübingen, Berlin sowieso. Ja. Und da gehörte es zum Lebensgefühl auch ein Stück dazu, dass man sich engagierte. Das fand ich sehr ansteckend und auch im Nachhinein immer noch eine Quelle von Motivation, von Orientierung. Und das, glaube ich, gibt es so einheitlich heute nicht mehr. Es ist viel verteilter und differenzierter. Aber wenn man schaut, wir haben in Münster, sind wir die stärkste Fraktion im Stadtrat.
Und wenn Sie sich angucken, wie viele sich da engagieren und wie viel Zeit man da reinsteckt, auch da, ich habe das ja auch 17 Jahre lang im Rat alleine nur gemacht, das zeigt eigentlich, es gibt die Menschen, die sich engagieren wollen und die auch einfach mittun wollen und mitgestalten wollen. Man muss allerdings, wenn wir jetzt in dieser Nostalgie-Schleife sind, betonen, dass das Wort Alternative damals, vor 40 Jahren, anders benutzt wurde, als es heute benutzt wird. Das ist etwas, was mir auch richtig wehtut, weil das war damals ja eine sehr, sehr positiv, konstruktive Bewegung, die einfach gestalten wollte, die wirklich was neu machen wollte, Einfluss nehmen wollte, deshalb ja auch das Engagement zum Beispiel in den Stadträten. Das war ja alles darauf gezielt, demokratische Prozesse auch ernst zu nehmen und dann zu gestalten und mitzuwirken und aus der Sache raus mitzuwirken, konstruktiv. Und jetzt zu erleben, dass es eine Partei gibt, die rein destruktiv handelt und eigentlich mit den Mitteln der Demokratie, die die Demokratie abschaffen will, das ist bitter. Ja. Da kann man nichts hinzufügen. Kommen wir wieder zurück. Seitdem Sie 18 waren, sind Sie bei den Grünen in Münster aktiv. Und Sie hatten schon erwähnt, Sie wurden 1993 zum ersten Mal in den Stadtrat gewählt und Sie waren dort, bis Sie quasi in den Bundestag wechseln, bis 2009. Was ist wichtig an Kommunalpolitik und was nehmen Sie oder nahmen Sie mit in Ihre bundespolitische Tätigkeit? Also wenn ich zurückgucke, dann würde ich sagen, das ist ein richtiger Erfahrungsschatz, den ich in meinem Leben habe, den ich nicht missen wollte, weil er eigentlich dazu führt, dass man sehr unmittelbar, sehr konkret sehen kann, wie man seine Umgebung, seine Stadt so mitgestalten kann, dass man das Gefühl hat, das ist wie bei mir zu Hause, das ist etwas Teil meiner Erfahrungswelt, meiner Dinge, die ich verstehe und wo ich versuche, die Dinge in eine gute Richtung zu bringen. Und dabei auch erleben kann, dass man selbst, wenn man in der Opposition ist, Dinge wirklich mitgestaltet. Und wenn man sich dahinter klemmt. Und ich finde das noch immer eine ganz tolle Erfahrung, die ich nicht missen wollte. Sie müssen sich vorstellen, das habe ich ja in Zeiten getan. 1993 war meine Tochter 3 Jahre alt. Das heißt, ich musste Beruf und die Familie und dann die Ratstätigkeit, die schnell mal auch fast 20 Stunden die Woche umfassen kann, in Einklang bringen. Und das tut man nur, wenn man auch merkt, da habe ich was von, da passiert etwas, was positiv ist. Und ja, ich würde sagen, das ist ein echter Erfahrungsschatz. Und wenn ich heute junge Menschen hier bei Besuchergruppen habe, dann ist es immer etwas, was ich erzähle, weil ich gerade den jungen Frauen auch immer sage, auch wenn du glaubst, ich kann nicht gut reden, ich melde mich nur, wenn ich wirklich sehr genau Bescheid weiß und sicher bin, das ist richtig, was ich sage, dass man aus dieser Erfahrung raus sehr viel Selbstvertrauen auch nehmen kann und auch, dass man sich trauen soll und einfach Fragen stellen beispielsweise eine ganz, ganz große Kompetenz ist, weil man damit auch was bewegt. Und insofern ein Erfahrungsschatz. In meinem Beruf als Journalist lernt man, wer fragt, führt. Genau. Deshalb, das ist so ein Grundinstrument. Und im Studium lernt man es ja auch, die Fragestellung ist entscheidend. Sie haben aber auch Ihren Hut in den Ring geworfen und haben zweimal kandidiert für das Amt der Oberbürgermeisterin der eigentlich schwarzen Stadt Münster. Was hat Sie dazu veranlasst? Natürlich war es wichtig, als Grüne, die wir beim ersten Mal, wenn wir so ungefähr 14% im Stadtrat gehabt haben, deutlich zu machen, ja, auch wir können uns vorstellen, diese Stadt zu führen. Wir bringen viel Kompetenz mit, wir bringen auch viele Vorstellungen mit, wie eine Stadt sich verändern sollte und zukunftsfest wird. Und das haben wir mit diesen Kandidaturen bezweckt. Und ich fand es einen sehr wichtigen Erfahrungsraum auch. Man hat ja unglaublich viele Vorortbesuche, Schulbesuche, Diskussionen. Damals waren Diskussionen in Schulen sehr, sehr häufig. Also ich kann mich an einen
Wahlkampf erinnern, da waren das bestimmt 30 Schulen, die man besucht hat, weil damals noch das G9 existierte, also man war länger in der Schule und damit auch potenziell Wählerin. Ja. Und da machte das einfach sehr viel Sinn und ich würde auch sagen, das war graswurzelpolitische Bildung. So. Wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken, was ist die Sache, auf die Sie super stolz immer noch sind und was ist richtig schiefgegangen? In den Zeiten in Münster würde ich sagen, wir haben viel Grund, wirklich stolz zu sein. Also wir haben die Fahrradstadt Münster sehr stark nach vorne gebracht. Wir haben Klimaschutz und Energiewende schon damals sehr, sehr stark nach vorne gebracht. Wir haben sehr starke Stadtwerke, unter anderem, weil wir so aktiv dort sind und klare Vorstellungen hatten, wohin diese Stadtwerke sollen. Und wie sie hin zu den Erneuerbaren kommen können. Und das würde ich sagen, das kann man noch immer wirklich sehr, sehr hoch schätzen. Wir haben mehrere Bürgerbegehren in eine Richtung lenken können, die für die Stadt sehr wichtig waren. Es ging einmal darum, dass die Stadtwerke privatisiert werden sollten. Da haben wir ganz klare Kante gezeigt. Und, deshalb müssen Sie es ja auch nicht rekommunalisieren. Genau, sondern da gibt es wirklich eine ganz enge Bindung mittlerweile der Bevölkerung an diese Stadtwerke, als ihre Stadtwerke. Und wir haben ein Bürgerbegehren gehabt, da ging es darum, dass manche eine Musikhalle vorantreiben wollten, aber gleichzeitig ein Riesensparprogramm lief, was insbesondere für Kitas, Schulen und freie Träger eine Katastrophe gewesen wäre. Und da haben wir gegen den Einsatz von sehr viel Geld, da waren eben viele bürgerliche Gruppen unterwegs mit viel Geld, die viel Geld auch in Kampagnen stecken konnten, dann eher auf einer ganz einfachen Ebene dann doch dieses Engagement für die Musikhalle zu dem Zeitpunkt zu verhindern. Heute gibt es Pläne dafür, da gibt es sogar Bundesmittel, die zugesagt sind, aber die Finanzierung steht weiterhin in den Sternen, weil wir alle erleben, dass das ausgesprochen schwierig ist, so etwas im Haushalt zu stemmen. Und ich bin immer noch sehr, sehr stolz drauf, dass das Primat für Ausgaben für Kinder und Jugendliche und Familien doch viel stärker war, als zu sagen, wir geben für Kultur dann zu Lasten dieser Ausgaben dann Geld aus. Das Problem ist bei solchen Investitionen, ich kann mir an die baden-württembergischen Schwimmhallen erinnern, die überall wuchsen und gebaut wurden und alle haben sich gefreut, Richtfest, Eröffnung, und dann hat irgendjemand mal festgestellt im zweiten Jahr, oh, die muss man auch unterhalten. Also bei solchen Dingen muss man immer das Gesamte im Blick haben. Auch da waren wir Grüne immer so unterwegs und auch darauf bin ich ziemlich stolz, sehr realistische Haushaltspläne aufzustellen. Also die Haushaltsberatung haben wir ausgesprochen ernst genommen, nicht so, ich stelle mal so ein paar Anträge so für Show, um zu zeigen, wofür ich eigentlich wäre, sondern wir haben wirklich durchgerechnet. Wir haben auch riskiert, dass man auch Widerspruch kriegt, weil man sagt, ja, für das eine haben wir Geld, für das andere haben wir nicht. Und wirklich konkret durchgerechnet. Das ist etwas, das habe ich auch mit hier nach Berlin genommen. Und dann habe ich erst mal gestaunt, wie so insgesamt solche Debatten geführt werden. Und ich muss sagen, ich finde heute, was ich von Seiten der CDU erlebe, dass die nicht ernsthaft an einem Haushalt arbeiten, sondern dann so allgemeine Erklärungen machen, was alles sein soll, was auf keinen Fall gekürzt werden soll, aber gleichzeitig noch zu sagen, ja, aber die Steuern müssen auch runter. So. Dass das eine Volkspartei... Das passiert, wenn man mit einem Privatflugzeug eben manchmal durch die Welt schwebt und wenn man Netto mit Bruttogehalt verwechselt und so, das passiert dann manchmal. Ja, aber ich finde es wirklich eine Peinlichkeit, wenn eine Volkspartei da nicht wirklich durchgerechnete Haushalte vorlegt und ehrlich sagt, wie kann ich es machen oder nicht. Es ist Populismus aus meiner Sicht, wenn man so zugange ist, dass man alles verspricht und genau weiß, anderthalb Jahre später, ich hätte was zu sagen, dann muss ich
die gleichen Dinge tun, die die Regierung jetzt auch macht, oder ehrlich sagen, und das wäre ja eine Oppositionsrolle, wo kommt das Geld her? Ja. Und dann würden wir unter Umständen ja auch Debatten führen, die uns Grünen sehr nahe kämen. Sie wissen, dass wir im Moment ja große Probleme haben, wie der Haushalt 2025 ja aussehen kann, obwohl wir so große Zukunftsaufgaben zu stemmen haben. So, und die Debatte um einen Investitionsfonds, die wird eben nicht von der Union unterstützt, obwohl sie ganz genau weiß, sie hätte genau das gleiche Problem wie die jetzige Ampel, wenn man verschiedenste Aufgaben angehen will. Beim Bürgergeld wurde ja inzwischen auch spitz bemerkt, dass die CDU, CSU dem ja ursprünglich mal zugestimmt hatte und jetzt ein ganz neues Konzept vorstellt, das zum Teil zumindest schwierig ist, was das Verfassungsgericht und die Grundregularien des Existenzminimums angeht. Also ja, und ich muss auch sagen, den Sinneswandel, den die da in relativ kurzer Zeit hingelegt haben, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es gibt in meiner Stadt beispielsweise, war gestern groß in den Headlines auf der Lokalseite, dass der örtliche Jobcenterleiter sagt, es gibt nicht die Dauerverweigerer und in ganz Nordrhein-Westfalen geben die Statistiken nicht her, dass wir Dauerverweigerer hätten im Bürgergeld, die nicht sanktioniert würden, wenn es tatsächlich so wäre, oder aber wenn sich jemand Gelder erschleicht, das wird bestraft und sanktioniert. Es geht vielmehr darum, wirkliche Perspektiven aufzuzeigen. Und wir hatten ja sehr lange ein Regiment, wo man sagen muss, man hat mit Sanktionen gearbeitet und damit gearbeitet, die Leute in die in so Kurzzeit befristete Verhältnisse reinzubringen oder in die Leiharbeit, wissend, dass das oft nur 6 Wochen Engagements waren und daraus keine wirklichen Perspektiven ohne Sozialhilfebezug entstanden sind, auch für Menschen mitten im Erwerbsleben. Und dass das sehr oft Sackgassen waren, die natürlich auch am Ende bedeuten, dass ich hinterher in einer Altersarmut hänge. Und dieses Bürgergeld, das ist ja gemeinsam mit dem Bundesrat, mit der Union entwickelt worden. Und da muss ich sagen, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und so schäbig zu Lasten derer, die in der Regel dann ja auch mehrere Hemmnisse haben, warum sie in dieser sozialen Situation sind. Es gibt ja auch Abhängigkeiten oftmals und psychische sonstige Erkrankungen Dinge. Ist ja ein Feld, wo ich mich sehr lange auch sehr intensiv hier politisch gekümmert habe. Da muss ich sagen, ich finde es eher wirklich schäbig. Da stellt sich jetzt mir als Beobachter einfach die Frage, warum läuft die Debatte dann so grundsätzlich schief? Also die Union folgt in Teilen der Argumentation der AfD und die Regierung setzt dem nicht vehement genug Dinge gegenüber. Weil oftmals wird ja gesagt, man muss ja auf die berechtigten Sorgen der Menschen hören, die dann aber immer quasi nur ein bestimmtes Segment berücksichtigen. Also haben wir da so einen blinden Fleck? Haben wir uns da jetzt auf eine Denkart fixiert, die eigentlich dem breiten gesellschaftlichen Diskurs nicht dienlich ist? Leider. Man muss sagen, das ist etwas, was die AfD geschafft hat. Sie hat geschafft, dass Populismus zur politischen Methode geworden ist. Und der hat sich leider die Union unter Merz angeschlossen. Ich halte das für einen grundlegenden und ganz massiven Fehler. Direkt, es ist ja noch gar nicht lange her, als dass wir den Konsens über das Bürgergeld mit dem Bundesrat hergestellt haben. Und da haben eigentlich alle gesehen, welche Chance darin ist, wenn wir wirklich ordentlich in Weiterbildung, in Ausbildung, in das Heranführen an und Überwinden von Arbeitsmarkthemmnissen investieren, weil darüber nachhaltige und stabile soziale Einbindung passiert. Und das ist aus meiner Sicht nicht nur bedauerlich, sondern es ist ein ganz krasser politischer Fehler, der sich ja leider auch in einigen Gebieten und jetzt bei den Umfrageergebnissen gezeigt hat. Umso erleichterter bin ich, dass es
jetzt doch deutlich auch mehr Gegenwind gegen die AfD gibt. Aber ich glaube, wir alle, und das will ich, da will ich nicht nur auf die Union zeigen, sondern auch auf uns selber, sind gefordert, diesem Populismus kluge politische Strategien entgegenzustellen und die Menschen mitzunehmen. Wir sehen ja in den Demonstrationen, die es gibt, wir sind ja, glaube ich, jetzt bei 3,8 Millionen Menschen, die auf der Straße gewesen sind und das ja noch immer auch tun, die ernstlich um unsere Demokratie fürchten und gleichzeitig sagen, im Grunde bewältigen wir doch das, was wir als Krise haben, so gut wie möglich. Es könnte in manchen Teilen besser sein, ja, aber man muss auch sehen, was gelungen ist und wie wichtig das auch hier für das Zusammenleben und für die Zukunft unserer Kinder ist. Also so stark sich auch der Klimaherausforderung zu verweigern, wie die Union das macht. Ja. Ich finde das unglaublich, muss ich sagen, weil es geht um unmittelbare Zukunft und es geht um Handeln, was, wenn es jetzt nicht passiert, sozusagen eigentlich gar nicht mehr aufholbar ist als, Gegensteuern. Und deshalb sind wir alle gefordert, da auf einen vernünftigen Weg zu kommen. Sie haben nach fast 20 Jahren entschieden, dass Sie die Kommunalpolitik verlassen und dass Sie in den Bundestag gehen. Und beim dritten Anlauf haben Sie dann auch das Direktmandat gewonnen. Mich würden die Beweggründe für den Wechsel interessieren und fühlt sich ein Direktmandat anders als ein Listenmandat an? Also auf der einen Seite, ich war ja eben sehr lange im Rat. Ich hatte gleichzeitig dann ja seit 2002 im Landtag in NRW gearbeitet. Und dort war ich im Grunde gelandet, weil man mich gefragt hatte, aufgrund meiner großen Erfahrung aus der Kommunalpolitik, aber auch aus der beruflichen Tätigkeit in der Erwachsenenbildung, ob ich mir das vorstellen kann. Ich war verwundert, dass ich tatsächlich dazu bereit war. Ein bisschen hat mich dann gelockt, tatsächlich gestalten zu können, weil auch damals war Rot-Grün unter Bärbel Höhn für die Grünen im Landtag sehr aktiv und wir haben viel, viel hinkriegen können im Zusammenspiel Bund, Land und Kommune. Und das war so ein wichtiger Moment. Man kriegt ja dann sehr unmittelbar mit, wie funktioniert Politik, auch hauptberufliche Politik, also wie funktionieren Parlamente. Und als dann mein Vorgänger Winfried Nachtwey bekannt gegeben hatte, dass er aufhören will, hat er mich mal zum Kaffee eingeladen und gefragt, sag mal, kannst du dir das denn eigentlich vorstellen? Und dann habe ich erstmal diesen Gedanken 3 Wochen lang in mir hin und her bewegt, zu Hause geredet. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden. Es ist auch eine Entscheidung, die natürlich lebenspraktisch viel bedeutet, aber sie ist auch eine unglaubliche Ehre, gewählt zu sein und hier auf Bundesebene wirklich gesetzgebend tätig zu sein. Das ist schon was Besonderes, eine Ehre, eine Verpflichtung. Und natürlich war es jetzt beim dritten Anlauf, das Direktmandat zu bekommen, eine Bestätigung für meinen sehr langen Weg und meinen Weg, sehr viel auch vor Ort unterwegs zu sein, sehr fachlich unterwegs zu sein. Ich bin also jemand, die nicht so gerne große politische Reden, die gut klingen, aber nicht so viel Gehalt haben, das ist nicht so ganz mein Ding, sondern aus der Kommunalpolitik kommt, muss es konkret sein, ist für mich immer wichtig. Und das zu erleben auch als Bestätigung, das ist was Besonderes und das hat auch noch mal ein Stückchen die Arbeit vor Ort verändert. Man wird auch anders noch mal angesprochen, weil man ja genau weiß, vor allen Dingen, weil es jetzt zusammenkommt mit Regierungsbeteiligung, dass das Wort Gewicht hat. Dadurch hat man auch eine andere Ansprache. Kommen wir zu Ihrem Wahlkreis und Ihrem Lebensort. Was ist denn Ihr Lieblingsort in Münster, den wir alle
besuchen sollten, wenn wir dorthin kommen? Es lohnt sich auf jeden Fall, die Innenstadt anzuschauen, den Friedenssaal anzuschauen, mit der gesamten Geschichte rund um den Westfälischen Frieden. Ich finde gerade, wo wir uns ernstlich wieder mit Krieg in ganz anderer Weise auseinandersetzen müssen, ist das ein Ort, wo man auch ein Stückchen verstehen kann, was bedeutet Verhandlungen, was tun die da, um was bemühen die sich da eigentlich und welche Mechanismen gelten da. Und das ist ja ein Stückchen der Ursprung von Verhandlungswesen, von eigenständigen, souveränen Staaten, die dann ja entstanden sind. Und das ist ein Ort, da sollte man hingehen, das finde ich auf jeden Fall. Dann lohnt es sich, den Prozessionsweg entlang zu gehen. Das ist ein Weg, der in Münster-Mauritz, es ist aber trotzdem eigentlich mitten in der Stadt, erstens an einer sehr alten Kirche vorbeiführt, aber dann eben einen alten Prozessionsweg, der bis nach Telgte geht. Weil Telgte ist auch eine, ein Wallfahrtsort. Das lohnt sich, da mal lang zu gehen. Sehr, sehr schöne Allee, man läuft am Kanal entlang, ganz schön. Sehr schön, das waren schon Ihre Geheimtipps. Wir sind hier bei Sitzungswoche Sprechstunde. Sie haben natürlich auch für Ihre Wahlkreisbürgerinnen und Bürger eine Bürgerinnen-Sprechstunde. Mit welchen Anliegen kommen denn die Menschen zu Ihnen, wenn Sie dort dann Das ist ausgesprochen breit. Da ich ja seit Anfang an Gesundheitspolitik mache und sehr lange ja auch gesundheitspolitische Sprecherin war, sind Anliegen aus dem Gesundheitsbereich sehr, sehr häufig. Man vertut sich ja auch, wie viele Menschen mit Schwierigkeiten im Dschungel des Gesundheitswesens zu kämpfen haben, entweder tatsächlich auch Fehlbehandlung erlebt haben oder aber schlichtweg nicht durchblicken oder schlichtweg das, was sie nötig haben, gar nicht bekommen und keinen Zugang haben. Das trifft sehr oft chronisch erkrankte Menschen oder Menschen zum Beispiel ohne geklärten Aufenthaltsstatus und Ähnliches. Also so Fälle habe ich viel. Ich habe viele Fälle, wo es um Geflüchtete und Familienzusammenführung geht. Sehr oft kommen ehrenamtliche Flüchtlingshelfende, die mit ihrem Anliegen und der Problematik, wo sie feststecken, dann zu mir kommen. Dann gibt es aber auch die ganz üblichen, ich gehöre zu einer Interessensgruppe und habe dieses und jenes Anliegen. Oder aber besorgte Bürger, die auf den Klimawandel hinweisen und sagen, sag mal, warum seid ihr so langsam, warum kommt ihr nicht schneller voran, rennt uns nicht die Zeit davon, auch das ist sehr häufig. Was kann ich mir unter dem Verein Freunde des Münsterlandes in Berlin vorstellen? Das ist ein Verein, den Jens Spahn mal vorangebracht hat. Und er ist auch der Vereinsvorsitzende. Da treffen sich Menschen, die es aus beruflichen Gründen nach Berlin verschlagen hat, die aber immer noch eine enge Bindung an das Münsterland haben. Es ist in der Tat auch so, ich würde sagen, die meisten Münsterländer würde ich auch vom sprachlichen Anklang in gewisser Weise sogar raushören. Und es gibt schon auch eine erstaunliche Bindung an diese Region, die ja anders als Bayern jetzt nicht so prägnant ist, aber doch einen bestimmten Menschentyp hervorbringt. Und natürlich die hohe Affinität zum Fahrradfahren beispielsweise, aber auch zum Engagement. Also die Stadt Münster, mein Wahlkreis, ist sehr geprägt durch ein ganz hohes zivilgesellschaftliches Engagement, aber auch das Münsterland selbst, die einzelnen Gemeinden. Das ist etwas, was es ja in anderen Regionen gar nicht so stark gibt, dass Leute sich wirklich aktivieren und mittun, sei es in irgendwelchen Sportvereinen, Feuerwehr und so weiter. Ist unterschiedlich, im Süden gibt es das ja auch durchaus stark, aber das Münsterland ist da schon prägnant und das ist ein doch hervorzuhebender Zug.
Also ich bin bei den Baden-Württembergern in Berlin. Bei uns hört man es zumindest bei denen, die aus dem schwäbischen Teil des Landes kommen, deutlich, wo wir herkommen. Genau. Das ist, gibt, glaube ich, sehr viele solche Vereine, wo man sich quasi so ein bisschen trifft und ja, so ein bisschen an seine Wurzeln sich erinnert. Wie bekommen Sie die Balance zwischen Wahlkreis und Ihrem familiären Leben dort und der doch anstrengenden und auch zeitraubenden Tätigkeit im Raumschiff Berlin hin? Ja, also man muss auf der einen Seite sagen, ich hatte das Glück, dass meine Tochter zum gleichen Zeitpunkt aus dem Haus gegangen ist wie ich sozusagen. Sie hat die studentische Netzkarte gekriegt, und also das Semesterticket, und ich die Netzkarte für die Abgeordneten. Das war sozusagen das, was parallel lief. Und es ist so, dass man wirklich sagen muss, das verlangt der Familie, insbesondere den Partnern, wirklich was ab. Die müssen damit in gewisser Weise übereinstimmen können. Wenn das nicht da ist, wird es wirklich zu einer sehr großen Belastung. Ich persönlich bin auch sehr froh, dass ich hier meinen Lebenswandel hier in Berlin niemandem anderen zumuten muss. Weil ich finde, man geht sehr, sehr früh aus dem Haus, so wie ich jetzt heute Morgen 7:30. Gestern Abend bin ich um 22:45, glaube ich, zurückgekommen. Man hat kaum die Möglichkeit, sich um irgendwas zu kümmern. Das heißt auch, man mutet dann, auch wenn man da ist, der Familie eigentlich was zu. Und das mit kleinen Kindern hinzukriegen, das ist ein enormer Spagat. Sie hatten vorhin mal Nina Stahr erwähnt. Das habe ich mal sehr bewundert, zu sehen, wie die das hinkriegen. Aber auch sie hat einen Vater zu den Kindern, der sich eben wirklich sehr gekümmert hat. Und ich glaube, sonst ist das fast nicht zu schaffen. Und man muss schon sagen, der Lebenswandel als Abgeordnete ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, und er ist auf jeden Fall nicht gesund. Das ist sehr, sehr schwer, das einigermaßen gut in der Waage zu halten. Das ist noch steigerungsfähig. Die Kinder der Kanzler Brandt und Kohl sind nicht wirklich gut auf den Beruf ihres Vaters zu sprechen, beide aus unterschiedlichen Gründen. Bei Olaf Scholz, dem aktuellen Kanzler, ist das zumindest nicht so drängend, weil er hat keine Kinder, die quasi über seinen Lebenswandel und sein familiäres Tun sich in welcher Form auch immer äußern könnten. Mich würde interessieren, Sie hatten erwähnt, Sie kommen aus einer bäuerlichen Familie, und haben Sie da auch Kontakt noch zu Landwirten im Münsterland? Und wir hatten ja in letzter Zeit die Proteste von Landwirten. Wie stehen Sie dazu? Und damit natürlich auch noch verbunden, die kleinen familiären Bauernhöfe werden ja immer weniger, und die, sagen wir mal, eher industriell betriebenen landwirtschaftlichen Einheiten werden mehr. Wie empfinden Sie da, wenn Sie diese Gesamtentwicklung so mal betrachten? Also auf der einen Seite habe ich ja einfach die persönliche Erfahrung. Und wenn man aus einer Bauernfamilie kommt, ist das sehr häufig so, dass auch die Verwandtschaft bäuerlich ist oder ein Teil der Verwandtschaft. Das ist bei mir auch so. Insofern gibt es immer wieder auch so Andockpunkte, wo man das erlebt, wobei meine Eltern sehr früh gestorben sind und dadurch diese Art von Geflecht des Älterwerdens nur über die Verwandtschaft dann noch erlebbar ist. Aber es ist schon so, dass ich das ländliche Leben verstehe auf der einen Seite, und das ist schon auch wichtig. Das heißt, auch jetzt bei den Bauernprotesten, mir waren die Antriebe klar. Es ist auch gleichzeitig ja so, dass wir Grüne gerade der nicht industriellen Landwirtschaft einen besonderen Stellenwert ja auch geben. Es ist im Übrigen ja auch sehr oft, dass die ökologisch wirtschaftenden Höfe häufiger kleinere Höfe sind, die dann ein bestimmtes Segment abdecken. In der Produktion bei mir im Münster und Münsterland gibt es ja auch sehr viele Direktvermarktung und regionale Zusammenhänge. Auch das spielt eine große Rolle, was ich auch immer sehr gefördert habe. Aber es ist auch so, dass ich beispielsweise jetzt in der nächsten Zeit immer noch eine Verpflichtung habe, wo ein junger Bauer mich eingeladen hatte, weil er uns auf
auf Podien erlebt hatte. Es war ja auch meine Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge zu den Bauerndemos bei uns gewesen, weil wir anlässlich unseres Neujahrsempfangs dann eine Riesenbauerndemo mit 3000 Treckern am Start war. Und wir haben da Gespräche geführt. Und aus der Zeit ist auch noch eine Verabredung, dass ich einen Bauernhof nochmal besuche. Also eine ganz konkrete Einladung, und der werde ich sehr gerne folgen, weil in der Tat der junge Bauer sagte, ich mache genau das, was ihr vorschlagt zu tun, und jetzt müsst ihr auch mithelfen, dass es eine Perspektive hat. So. Und das nehme ich sehr ernst. Auf jeden Fall. Finden Sie es eigentlich ungerecht, dass die Einkäufer von Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, Kaufland, wie sie alle heißen, dass die Konditionen aushandeln und in denen, sagen wir mal, die bäuerlichen Betriebe und Erzeuger nicht vernünftige Gestehungspreise erhalten und dass dann quasi beim Agrardiesel zum Beispiel eine Subvention, die auch noch umweltschädlich ist, thematisiert wird. Ist es nicht schwierig, dass wir quasi für unsere Lebensmittel über die Verteilorganisation, diese großen Ketten, dass wir da nicht genügend Geld ins System bekommen und dass dann so ein Stellvertreterkrieg an diesem Punkt geführt wurde? Ja, das ist ja einer der Hauptansatzpunkte, die wir auch kritisieren und wo wir versuchen, auch politisch Einfluss zu nehmen, dass einfach die Situation und die Stellung des Erzeugers in dieser Kette einfach eine Stärkung erfährt. Weil wer langfristig guckt und wer sich einfach die Mechanismen von Marktwirtschaft anschaut, der weiß, das kann ich nicht alles über Subventionen regeln, sondern ich muss ein Stückchen auch dafür sorgen, dass es einfach faire Aushandlungsprozesse gibt, wo dann der Gestehungspreis auch nur annähernd fair sein muss, weil es ansonsten auf Dauer nicht funktionieren kann. Man muss ja auch immer wissen, dass die Einkommenszahlen, die man nach außen sieht, das sind ja in der Regel Familieneinkommen. Ja. Das ist eben nicht ein einzelnes Einkommen, sondern sehr oft ist das ja ein Familieneinkommen und ein Familienbetrieb. Und das muss man sehen. Und zudem kritisieren wir ja auch insgesamt, dass viele der Agrarsubventionen an der Größe der Höfe festgemacht sind und sozusagen gerade die sehr nachhaltig, aber eher in kleinbäuerlicheren Strukturen produzieren, schlechter wegkommen als die eigentlich in die industrielle Produktion gegangen sind. Und auch da sind wir ja dran. Ich glaube, Jürgen Trittin hat mal gesagt, es ist wichtig, dass Bio-Lebensmittel auch im Supermarkt ankommen. Er ist inzwischen nicht mehr im Bundestag, aber immerhin das hat er neben Dosenpfand quasi erlebt, dass das funktioniert. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man allen klar macht, du bist, was du isst. Und es kann nicht funktionieren, eine Packung Salami irgendwie 79 Cent im Supermarkt. Also da brauchen wir jetzt nicht lange nachfragen, was da drin sein soll für diesen Preis. Und da wünschen Sie sich wahrscheinlich, wie auch ich und wie viele, sich einfach ein Umdenken. Und mit Cem Özdemir ist da ja ein starker Minister, der da auch vieles voranbringen will. Aber schon allein vegetarisch-vegane Ernährung im Bundestag ist ja schwierig, weil das dann auch immer von Menschen aus Bayern zum Beispiel als ein Angriff auf die freiheitliche Grundordnung angesehen wird, wenn man nicht jeden Tag ein Schnitzel essen kann oder darf. Also wir haben da ja auch schon einiges nach vorne gebracht. Ich bin ja auch Mitglied des Ältestenrats und da geht es ja auch um die Ausschreibung der Restaurants und der Kantine, dass man zumindest veganes und vegetarisches Essen im Angebot hat und auswählen kann. Das ist ja schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Es geht ja nicht darum, dass es insgesamt vorgeschrieben wird, wie ich esse, sondern dass wir strukturell dafür sorgen, dass man gesund und nachhaltig essen kann. Und wir wissen ja alle, und ich bin ja Gesundheitspolitikerin, dass das, was wir in Deutschland an Fleischkonsum haben, dann auch noch zu so unzulänglichen Preisen, dass das letztlich gesundheitsschädlich ist in diesem Umfang.
und dass es mehr als nötig ist, auf eine hauptsächlich pflanzengestützte Ernährung umzustellen. Und dieses Umstellen, das wird ja immer als große Revolution gesehen, aber ehrlich gesagt, ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, wo Tiere gezogen wurden. Aber wir hatten das Fleischstück, was es unter der Woche gab. Das war eine Wurst, die in einem großen Eintopf mitgekocht wurde oder sowas. Und dann gab es dann so ein Stückchen oder so. Genau. Das haben wir nicht als Einschränkung, sondern als Besonderheit empfunden. Und das war Tradition, das war für alle so. Das war nicht nur in meiner Familie, sondern das war eigentlich das Übliche. Und irgendwann haben wir eben als Gesellschaft eine sehr fleischlastige Ernährungsweise und dann noch eine sehr fettige und noch eine sehr süße uns angewöhnt. Und mit den Folgen haben wir, mit den Volkserkrankungen ja wirklich sehr zu kämpfen. Wer sich anguckt, wie hoch unser Anteil von Diabeteserkrankten ist und wie stark das auch ins persönliche Leben eingreift und die Lebensqualität, der sollte einfach von sich aus gucken, ist das nicht wichtig, gerade als junger Mensch ein gutes Angebot für die Ernährung zu haben, ein ausgewogenes und sich nicht ganz früh schon Verhaltensweisen anzugewöhnen, die dazu führen, dass ich mein Leben mit einer verminderten Lebensqualität führe. So, und das müssen wir deutlich machen. Und wir wissen auch, dass das auch mit Genuss zu tun haben kann. Also nicht nur Askese und Einschränken, sondern auch Genuss. Und insofern, es gilt dafür zu werben. Ich kann mich erinnern, bei meiner Großmutter auf dem Dorf durfte ich Milch holen und die war dann manchmal noch warm, weil die Kühe wurden noch gemolken. Und wenn man einen Geburtstagskuchen haben wollte, dann musste man zu der älteren Dame, die die Eier organisierte, musste man das lange vorher ankündigen, dass sie die quasi sammeln konnte. Also da war eine größere Verbindung zu Lebensmitteln noch da. Und es ist, glaube ich, wirklich schade, dass wir die insgesamt verloren haben als Gesellschaft. Ja, und da finde ich ganz schön, dass sich auch die bäuerlichen Betriebe bei mir im Wahlkreis und im Münsterland insgesamt sehr stark öffnen. Sie haben eben auch gesehen, es gibt viel Kritik daran, weil man auch einen Teil der Produktionsweisen kaum nachvollziehen kann oder auch die sieht, dass das Tierwohl nicht gewährleistet ist. Dass sich viele Höfe umstellen, auch die jungen Bauern sehr oft zu einem auch sagen als Grüne, ja, wir würden gerne so produzieren, weil auch für uns das eine angenehmere und passendere Vorstellung wäre, aber ich muss ja davon existieren können und vor allen Dingen meistens haben die ja auch schon Schulden aus Investitionen in eine andere Richtung geerbt und müssen sehen, wie sie den Übergang hinkriegen. Und so wie wir die Transformation unserer Industriegesellschaft hin zu einer mit nachhaltigen und fossilfreien Energie hinkriegen müssen wir das für die Ernährung und für die Landwirtschaft auch hinkriegen. Und natürlich müssen wir da belastbare Wege aufzeigen und den Menschen klar machen. Und da ist es sehr gut, wenn es erfahrbar ist, also wenn ich einfach erleben kann, was ist ein Kälbchen, wie wird ein Kälbchen groß, aber was bedeutet das in der gesamten Fleischkette und Ernährungskette. Das sind wichtige Dinge, dass ich das begreife und nicht denke, eine Kuh ist lila und ich kaufe sie sozusagen. Kommen wir zu Ihrer jetzigen Funktion. Sie sind die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, eine von fünf. Es gibt zwei Fraktionsvorsitzende und ich glaube noch zwei Vize-Fraktionsvorsitzende. Also Sie sind insgesamt zu neunt und leiten einen kleinen Politbetrieb, nämlich die Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie koordinieren, ich hoffe, ich habe alles zusammengesammelt, Sie koordinieren die Bereiche Frauen, Gesundheit und Pflege, Bildung und Forschung, Kultur und Medien. Genau. Was ist konkret dort Ihre Aufgabe und wie könnten Sie, es gab ja früher immer dieses Was bin ich, wie würden Sie da quasi kurz, knapp erklären, was Sie da genau machen? Ich bin auf der einen Seite diejenige, die dafür sorgt, dass die nötigen Gesetzgebungsprozesse auch laufen.
Und auf der anderen Seite komme ich erst dann ins Spiel, wenn Verhandlungsprozesse zwischen den Sprechern und Berichterstattern nicht zum Ziel geführt haben. Die Ziele sind ja in der Regel im Koalitionsvertrag vereinbart. Und wenn es dann hakt, dann bin ich dafür da, dafür zu sorgen, dass wir den Abschluss auch hinkriegen. Im Moment habe ich etliche Baustellen, die da liegen, weil wir einige politische Anliegen, sagen wir mal, nicht in vollständiger politischer Übereinstimmung haben. Ich nehme mal die Kindergrundsicherung, sind wir immer noch dabei. Selbstbestimmungsgesetz, Demokratiefördergesetz. Wir haben im Bereich der schulischen Bildung noch einiges laufen. Wir haben Hochschule noch einiges laufen. Die BAföG-Reform, zweite Phase. Wir haben aber auch bei Kultur und Medien noch einige Punkte. Kriegen Sie das hin? Also die spannende Frage ist das Gefühl seit dem zweiten Tag der Regierungskoalition, wann kracht die? Halten Sie durch bis zum Ende und kriegen Sie noch gute Gesetze hin? Also ich würde mal sagen, wir haben einfach die Verpflichtung, dass wir es durchhalten, weil die Bevölkerung kann zu Recht erwarten, dass wir die Probleme lösen, die in dieser Krisenzeit bestehen. Es ist auch nicht absehbar, dass es belastbar eine andere Konstellation gäbe, die es besser hinkriegte. Insofern würde ich sagen, wir haben den Auftrag und den sollten wir einlösen. Und wir sollten hartnäckig da dranbleiben, Probleme auch tatsächlich aufzulösen und unterschiedliche Positionen dann so zusammenzuführen, dass sie dann am Ende auch zu einem tragfähigen Gesetz werden. Das kann man nicht um jeden Preis machen. Manche Gesetze muss man dann auslassen, weil man ja immer abwägen muss, ob Schaden und Fortschritt tatsächlich in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Aber ich glaube, an diesem Auftrag geht nichts dran vorbei. Und manchmal muss ich auch ein bisschen schlucken und sagen, boah, so. Aber hartnäckig dabei bleiben. Apropos hartnäckig dabei bleiben, Professor Dr. Karl Lauterbach bleibt hartnäckig dran. Sie hatten seinen Vorgänger Jens Spahn schon erwähnt. Als Gesundheitspolitikerin würde ich mir von Ihnen kurz so eine Einschätzung von beiden und vor allem, wo stehen wir beim spannendsten Thema neben der Krankenhausreform, nämlich der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wie geht es voran und wie sind Sie mit den beiden Ministern zufrieden? Also ich würde sagen, Jens Spahn hat viel heiße Luft produziert, weil zum Beispiel bei Digitalisierung hat er auch zwei Gesetze gemacht. Aber die hießen dann auch immer Digitalisierungsgesetz. Genau, aber sie waren heiße Luft. Sie waren nicht daran gemessen, was ist unser Kernproblem und wie komme ich voran, sondern habe ich irgendwas, was ich hinterher verkaufen kann. Die DIGAs waren zum Beispiel einer dieser Hits. Die durchaus, wenn wir jetzt ehrlich sind, langsam sich entwickeln und ja, wir sind, ich weiß nicht genau, vorankommen. Vor ein paar Monaten waren wir bei 56, glaube ich. Das sind digitale Anwendungen, 56 verschiedene, von sehr wenigen Menschen genutzt. Richtig. Das ist nicht das, was die Digitalisierung im Gesundheitswesen bedeutet, sondern da haben wir jetzt die wirklich notwendigen Gesetze auf den Weg gebracht und das ist mehr als überfällig. Wir sind sozusagen Schlusslicht in Europa und das ist kaum darstellbar, weil der Abstand ist so riesig, dass es immer schwieriger wird, da überhaupt noch mithalten zu können. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes, wo ich durchaus sagen würde, die erste Zeit der Corona-Phase hat Jens Spahn durchaus gut gemanagt. Wir haben da ja auch vieles mitgetragen. Wir waren alle in einer Situation, wo wir gesagt haben, wir wissen auch nicht, was wirklich hilft. Wir wissen nicht wirklich, ob wir mit den Maßnahmen, mit denen wir versuchen, gegenzusteuern, erfolgreich sein können, aber wir müssen diesen Weg gehen. Man muss sich ja immer noch erinnern, die großen Rettungswagenketten
die im Stau standen Italien oder in Madrid beispielsweise. Das muss man ja immer mit sehen und man muss auch sehen, dass ein Scheitern oder dass man auch falsche Wege geht mit dazu gehört hat. Und man muss ja heute sagen, dass wir insbesondere den Kindern zu viel zugemutet haben und zu wenig hingeguckt haben in der Abwägung Schaden und Risiko. Das ist so der Teil, den haben wir aber gestützt, weil wir wussten, wir haben eine Gesamtverantwortung, der man gerecht werden muss und da kann man nicht einfach populistisch dagegen gehen. Aber im Gesundheitsbereich ist doch eigentlich ganz gut. Also von Ihren großen Koordinierungsfeldern ist doch Gesundheit gut. Also ja, kriegen wir eine Kollege Menge voran. Ullmann, wir kriegen eine Menge voran. Von Ihnen, Domen und Mives zum Beispiel von der SPD und auch, das funktioniert ja. Also die haben ja auch einen guten Draht zueinander. Also wir haben da eigentlich eine sehr belastbare Konstellation, die sich ernstlich um Lösungen bemüht. Und das finde ich erstmal, muss man auch tatsächlich sehen. Und daran sieht man auch, dass es auch ein Stück von den Mitwirkenden in Teilen abhängig ist, aber auch davon, dass das eben keine Gelder sind, die im Kern aus dem Bundeshaushalt kommen und die im Kern eigentlich nicht durch den Finanzminister beeinflusst werden. Das schafft einfach eine andere Situation, das muss man sagen. Aber ich würde schon sagen, wir gehen in dieser Wahlperiode die großen Reformen an, die von denen viele geredet haben. Ja, die seit 20 Jahren eigentlich da liegen, zumindest seitdem ich hier im Bundestag bin, sind die nicht adäquat adressiert worden. Und das tun wir in dieser durchaus nicht etwas spannungsgeladenen Koalition. Ich finde, das ist beachtlich. Und da würde ich auch sagen, ja, Hut ab. Das gelingt. Herr Lauterbach hat natürlich, ich würde sagen, Fähigkeiten und gleichzeitig hat er auch manche Defizite. Zum Beispiel im Haushaltsbereich. Ich war bei einer Veranstaltung, wo er eher persönlich erzählte, also Sie sollten sich von ihm keinen Kaffee oder sonst irgendwas zubereiten lassen, das kann er definitiv nicht. Aber ja, Sie meinen sicher andere Dinge, die er nicht kann. Ich glaube, die Kommunikation zum Beispiel mit dem Bundesrat hat in Teilen gelitten. Aber in Teilen muss man auch sagen, auch die Mitglieder des Bundesrates, gerade was die Krankenhauspolitik angeht, haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber es gibt andere Beispiele, wo man denkt, okay, da hättest du, bevor du an die Presse gehst, vielleicht mal ein Gespräch vorher geführt. Das wäre vielleicht hilfreich. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, das ist ein Mensch mit dem Herzen auf dem rechten Fleck und mit einer großen Hartnäckigkeit. Und insofern kriegen wir da schon eine ganze Menge gemeinsam auch gestemmt. Und ich sage auch immer hohen Respekt an alle meine Abgeordneten, Kollegen in den Bereichen, die stemmen echt eine Menge. Und es ist eigentlich schade, dass das in der Bevölkerung zu wenig wahrgenommen wird. Das nehmen wir jetzt mal als Zwischenschlusswort und zwar, bevor du zur Presse gehst, sprich doch mal mit den anderen Abgeordneten. Das könnte man so als Leitmotiv für diese Regierung vielleicht in den Raum stellen, für die anderthalb Jahre, wo ja auch die Bevölkerung möchte, dass wichtige Probleme weiter gelöst werden, wie Sie es skizziert haben. Früher gab es eine Fernsehsendung, da kam dann am Ende immer für mich zu früh, kam, wer hat an der Uhr gedreht. Da wäre ich und deshalb bin ich zwar nicht die Fee, die drei Wünsche überreicht, aber ich habe einen. Wenn Sie sich also einen Wunsch jetzt erfüllen könnten oder wenn Sie einen Wunsch stellen dürften, sei es privat, sei es politisch, sei es gesellschaftlich, welcher wäre das, Frau Kleinschmank? Das größte Anliegen ist mir tatsächlich, dass wir unsere Demokratie vor den Feinden der Demokratie schützen und dass wir das gemeinschaftlich tun und uns dieses auch gelingt und wir allen Versuchen von Rechtsextremen, von AfD, diese Demokratie, die ja ein so wichtiger Schatz ist, zu demontieren, dass wir dem gemeinschaftlich alles, was wir können, entgegensetzen. Das wäre mir das größte Anliegen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei Sitzungswoche Sprechstunde. Ich wünsche Ihnen bei Ihrer Arbeit und auch privat alles Gute. Bedanke mich bei den
Zuhörerinnen, Zuhörern, Zuschauenden und bis zum nächsten Mal.